Gratis-Shaming für alle und Niantic veröffentlicht schon wieder ein neues Game, wieso denn auch nicht? Und zwar zur Umweltwoche, die am 20. April startet, werden alle gratis eine Spezialforschung bekommen. Nach dem Abschluss gibt es dann Shaming. Man muss die Spezialforschung nur erhalten und kann sie dann irgendwann völlig stressfrei machen. Und die Leute, die beim GoFest damals schon ein Shaming erhalten haben, können noch eines bekommen. Das steht genauso in der News dran. Manchmal ist es ja so, dass man dann Bonbons erhält anstelle des mysteriösen Pokémon. Aber in diesem Fall kann man sich dann noch ein Shaming schnappen, gratis für alle. Und eigentlich habe ich die Folge schon aufgenommen mit dem neuen Spiel und ein paar anderen Neuigkeiten. Doch die Ankündigung kam hier noch live rein, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und nun startet der nächste Teil in dem Video. Der Schilling, Alter. Schon wieder ein neues Spiel von Niantic. Währenddessen geht es in Pokémon Go drunter und drüber. Am Sonntag findet ein Event statt. Ich werde es euch ein bisschen ankündigen, weil offiziell ist dazu noch nichts bekannt. Was mittlerweile bekannt ist, die Umweltwoche, welche morgen startet. Da haben wir korrekterweise nun 7 Kilometer Eier anstelle von 2 Kilometer Eiern. Denn ihr sollt bitte mehr Kilometer zurücklegen. Hat Niantic hier zum Glück noch geändert und ausgebessert. Die 7 Eier bekommt man aus Geschenken, wenn man die öffnet und einen Eiplatz frei hat. Dann gab es nach dem Event bei der Spezialforschung einen Fehler. Bei der dritten Seite, die hat sich bei einigen einfach so komplett zurückgesetzt. Und aus dem Grund wird Niantic die nun, sollte schon live sein, bei allen einfach komplett abschließen. Also falls ihr euch wundert, hä, wieso war der Fortschritt weg und wieso bin ich nun fertig? Das ist der Grund. Das Update ist nun auch forciert. Das ist das Update, mit welchem man auf den Spezialforschungsdialog hätte zurückgreifen können. Na, und das Update wurde forciert, nachdem das Event jetzt schon vorbei ist. Ich habe den Dialog leider nie lesen können. Okay. Vom Timing her nicht so ganz korrekt, aber eventuell war Niantic mit dem 37. Spiel beschäftigt. Monster Hunter Go! Nein, Monster Hunter No! Nein, Now! So, jetzt haben wir es. Monster Hunter Now. Kann man noch nicht Now spielen? Aber bald, in der Closed Beta. Das wird nun keine detaillierte Spielevorstellung oder so. Es gibt auch noch nicht viele Informationen, aber das, was man hat und vielleicht ein paar Screenshots oder so, werde ich euch durchlaufen lassen. Ist von Niantic gemeinsam mit Capcom. Die haben spielemäßig sehr viel Erfahrung und vom kompletten Setting, vom Konzept, wie alles zusammenspielt, muss ich sagen, ist von allen eine Copy- und Paste-Spielen, die Niantic in den letzten Wochen und Monaten irgendwie versucht rauszubringen, ist das ein Spiel, wo ich am meisten Zukunft sehe. Wirklich. Fantasy, so Rollenspiel, Abenteuer, man geht raus, muss die riesigen Monster kloppen. Das macht für mich wirklich Sinn. Es macht zwar keinen Sinn, wenn man sein Hauptspiel komplett schleifen lässt, wo Millionen Leute zocken und wo es riesige Probleme gibt und währenddessen stampft man aber 7 neue Spiele raus. Transformers, wieder offline genommen. Siedler von Catan, einige Leute abgezwackt von Niantic, wieder offline genommen. Harry Potter Wizards Unite, wieder offline genommen. Wenn es nicht mal Harry Potter schaffen kann, wer oder was soll es dann schaffen? Na, vielleicht Monster Hunter, versuchen wir uns mal durch. Dann was hätten wir noch? Digimon, Hello Kitty Online, irgendwas in der Art könnten wir wagen. Dann vielleicht was, wo wir irgendwelche Monster wie Pokémon einfach kopieren und dann so tun. Oh Moment, ich höre gerade aus der Regie, das gibt es schon, nennt sich Peridot. Okay, ja, aber irgendwas wird sich schon noch finden lassen. Ich habe keine Ahnung so von Unternehmensstrukturen, was da intern abgeht. Und wenn ich zum Beispiel über Sticker meckere, dann wäre nicht plötzlich, keine Ahnung, die Go-Kampf-Liga besser programmiert, nur weil die Person, die die Sticker macht, nun keine Sticker mehr macht, weil die Person kann vermutlich nicht an der Go-Kampf-Liga programmieren. Aber irgendwie muss man ja sein Budget aufteilen. Na und wenn Niantic sagt, okay, hier zwacken wir ein paar Leute ab, bei Pokémon Go, das fahren wir sowieso gerade gegen die Wand, die dürfen dann an Monster Hunter arbeiten und die arbeiten dann an Harry Potter und an Digimon Go, Co. oder wie auch immer wir es nennen, Go darf man es vielleicht nicht nennen.
Und dann muss man sich wirklich gar nicht mehr wundern, wieso Niantic die Community komplett ignoriert, vorne und hinten nicht mehr vorankommt, jedes Event kaputt und verbuggt ist, das Team Mystic Event mit Lapras startet, ohne dass das Lapras eigentlich dem Spielcode hinzugefügt wurde, also praktisch unmöglich fangbar ist und bei allen für Probleme gesorgt hat. Ja, ich glaube, die Lösung, ich habe jetzt die Lösung, wirklich. Und falls das jemand von Niantic hört, schreibt da bitte mit. Ich würde noch ein 38. Spiel rausbringen. Das löst nämlich einige Probleme in den bestehenden Games, wo eine riesige Community dahinter ist. Dann würde ich die GoFest-Sachen und so einfach nicht ankündigen, weil Reise und so, hey, die gepartnerten Leute, die bekommen sowieso Hotel und Tickets und so, da muss man sich keine Sorgen machen. Und die ganzen Mitarbeiter alle, das ist kein Problem. Wenn ihr dann nur 2 Wochen zum Buchen habt, wen juckt das schon? Die Entwicklertagebücher, die versprochen wurden für bessere Kommunikation und nun seit Monaten nicht mehr am Start sind. Dann kam ein einziger Blogbeitrag zurück, wo der Grafiker interviewt wurde, was nichts mit einem Entwicklertagebuch zu tun hat. Und dann gesagt wurde, ja, jetzt geht's wieder weiter, Entwicklertagebücher. Und nun seit fast einem halben Jahr hört man schon wieder gar nichts davon. Also wirklich, wilde Nummer. Hear us, Niantic. Und Niantic so, la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 l